Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich zu Gast Daniel Jung. Hi, freut mich, mit dir hoffentlich über spannende Themen rund ums neue Lernen sprechen zu können. Ich freue mich auch. Meine Frage ganz am Anfang wäre tatsächlich, was hat sich momentan durch YouTube tatsächlich, weil du hast eine halbe Million Follower, ne? Was hat sich bei dir bisher dadurch ergeben? Aufmerksamkeit. Die wenigsten wissen, dass das Bereitstellen meiner Videos über die Plattform YouTube eigentlich so ein Nebenbeiprodukt war aus meinem Tun und Sein im Bereich Lernen und Lehren. Ich hatte mir damals einfach gesagt, vielleicht als Hintergrund, ich entdeckte selber MIT, Stanford, Vorlesungen, die komplett for free auf YouTube draußen waren, einfach zum Testen. 1,5 Stunden immer, und ich war fasziniert, wie man sonntags abends schön auf der Couch mit dem Computer von Tutoren vom MIT Mathe lernen kann. Und da ich selber auch anderen Leuten geholfen habe in Mathematik, dort immer Rückfragen kamen, da ich selber Mathematik studiert habe und weiß, wie schwierig es manchmal ist, einer Vorlesung zu folgen, habe ich mir damals gesagt, so, jetzt stelle ich auch mal Content bereit. Und ich hatte halt damals die Idee, das in etwas kleineren Einheiten zu machen. Daher kommen diese 5-6 Minuten Tutorials. Und das läuft jetzt seit 2011. Und es war auch noch ein langer Prozess bis hierhin. Also die ersten Jahre, 2011 bis 2014, 15, da ist noch nicht viel passiert. Wahrscheinlich, wenn die ersten fragen würden, warum, YouTube war da gerade so, bei Beauty, Fashion, Sports, Gaming ist es ja immer noch sehr, sehr in der breiten Masse. Aber jetzt, so die letzten 3 Jahre, da merkt man wirklich, wie Schüler, Studenten, aber auch Menschen in Aus- und Weiterbildung, selbst Lehrer und Professoren aktiv auf YouTube erstmal gehen als Basisplattform und entdecken dort, suchen dort nach ja, Wissen, nach Möglichkeiten, auch solche Sachen additiv einzusetzen. Und ich sag mal, ja, für die letzten 3 Jahre, da ist wirklich unheimlich viel passiert. Von den jetzt 170 Millionen Views sind 100 Millionen in den letzten 1,5 Jahren gekommen. Also es geht rasant nach oben, was einfach nur bestätigt, dass Videolernen da ist und es genutzt wird und es offensichtlich hilft, dass es kein Ersatz ist. Und ich hoffe, da sprechen wir gleich auch noch drüber, dass es nur ein ganz kleiner Teil ist in meiner New Learning, neue Lernreise. Dass es wirklich um ein komplett neues Ökosystem geht, auch wenn wir über Daten sprechen, Datenzeitalter, Informationsflut, was müssen wir ändern, warum ist es gut und warum gehen wir hin zu individuellem Lernen. Und mein Neffe ist gerade 1,5, den nehme ich immer sehr gerne am Anfang von Gesprächen, dass die Leute wissen, mit dem spiele ich unheimlich gerne im Sandkasten, ohne Devices, also ohne Smartphone und alles. Und wirklich die Gedanken, wie lernt man, wie erfährt man Dinge durch Fehler lernen etc. Und wie kann man das jetzt in die neue Welt projizieren? Da bin ich in vielen Projekten dran, mit vielen Partnern und freue mich immer und fand das auch extrem spannend, als du angefragt hast, auch mit deinem Hintergrund wirklich in teilweise völlig neue Richtungen zu gehen und dass ich meinen Kanal jetzt auch eher nutze und meine Aufmerksamkeit, um diese Themen anzustoßen und auch Lösungen zu bieten und auch Leute wie dich halt auch vorzustellen. Cool. Ja, ich habe eine Frage zum Beispiel, welche Richtung wünschst du dir von YouTube, wo es sich hin entwickeln sollte? Vielleicht welche Funktionen noch hinzukommen könnten oder sowas in der Richtung? Ich bin halt einer, wenn manche fragen auch, was machst du eigentlich so genau? Also grundprinzipiell nennt man das ja heutzutage Entrepreneur, also Gründer. Immer wenn mir Dinge nicht passen und wenn ich die haben will, dann baue ich mir die selber, ob das offline oder online ist, in verschiedenen Projekten. Und ich habe YouTube auch schon oft vorgeschlagen, wenn es um das Thema Lernen geht. Dafür ist es ja nicht wirklich ausgerichtet. Also du hast ein Video, das ist super, du hast ja oftmals Werbung. Ich hatte gestern eine lange Diskussion, dann werden Sachen vorgeschlagen, wo man dann doch wieder abgelenkt ist, logischerweise, weil dann irgendwie Fortnite oder Minecraft vorgeschlagen wird. Dann ist die Kommentarfunktion unten eben eine Kommentarfunktion und nicht wirklich eine Austauschfunktion, um nochmal Dinge zu hinterfragen, weil ich kann ja ein Video selber nicht fragen. Und ich schlage diese Dinge natürlich auch immer auch bei Plattformen vor, aber am Ende des Tages habe ich gelernt, das Thema Lernen
ist jetzt nicht der oberste Fokus, weil es geht ja auch oftmals um Monetarisierung. Und so habe ich mir zum Beispiel dann irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich ein Video geguckt, aber jetzt muss ich mich mit einem Menschen connecten, weil ich noch eine spezielle Frage habe. Also habe ich einfach selber eine Frage-Antwort-Plattform gebaut, wo Menschen zusammenkommen, der Lerner und der Helfer. Ob man die hinterher andocken kann, weil unheimlich viele auf YouTube sind und dann anstatt in die Kommentarfunktion dahin geht, da schaue ich mal. Aber wenn es gerade um diese, ich nenne es mal Big Player geht und um Bildung, wie gesagt, dann ist es schwierig, da so in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, da verlangt es auch mehr von so Leuten wie mir, wie vielleicht dir, die mit ihrer Expertise von draußen rangehen und dann neue Sachen bauen, was dann hinterher eher ein Additum ist und vielleicht dann diese Plattform auch irgendwann sagen, oh, das nutzen wir jetzt dann nochmal zusätzlich. Wie heißt die Plattform? Ja, ich habe sie ganz, ganz charmant Let's Rock Mathe genannt, weil das ja so mein Claim ist, was ja eigentlich, also ist ja wie schwarze Milch, es passt ja eigentlich gar nicht zusammen, also Mathe und Rocken. Ich finde es halt ganz charmant, dass man dieses biedere Fach Mathematik jetzt eigentlich, dass viele sagen, oh, ich verstehe etwas, ich finde es toll, weil Mathematik an sich extrem wichtig ist und es eigentlich was anderes ist, weil es was in der breiten Fläche in Schule unterrichtet wird, was ja andere Hintergründe hat. Und so habe ich jetzt erstmal gesagt, ich nenne die Plattform Let's Rock Mathe, Fragen, Teilen, Helfen. Weil du wirklich reingehen kannst, du stellst eine Frage, es kommen immer mehr Helfer jetzt mit rein. Ein ganz nettes Beispiel ist, ein Zehntklässler ist reingegangen, hatte eine Frage und dem wurde hinterher klar, oh, dann kam eine Frage rein von einem Achtklässler und er konnte selber zum Helfer werden. Und so versuche ich da verschiedene Sachen einzubauen, um es da allen möglichst einfach zu machen, miteinander zu kommunizieren, also wirklich Mensch zu Mensch sich zu helfen. Und deshalb Let's Rock Mathe gemeinsam. Ja, Let's Rock auf jeden Fall. Das zeigt auch, dass du fasziniert bist, sage ich jetzt mal, von Mathematik. Ich war immer fasziniert von Mathematik, weil ich es schon immer in der Schule, also in der breiten, es gibt Ausnahmen, das ist auch toll, wenn man wirklich in die Anwendung geht, aber aus den Vorgaben ist es halt oftmals Paketrechnen, ich muss das richtige Ergebnis haben, dann steht irgendwann ein Test an. Den richtigen Ablauf wählen, ne? Und eigentlich ist die Mathematik die Lehre von Strukturen und Mustern. Und das ist eigentlich das Essentielle, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Strukturen und Muster in der Welt zu erkennen, weil sich in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr Dinge ändern. Das ist nicht schlimm, das ist so, aber da hilft die Mathematik, wenn man sie richtig betreibt, da wirklich besser mit zurechtzukommen. Und deshalb plädiere ich auch eigentlich für eine Reform, sagen wir mal, des Mathematikunterrichts, nicht nur des Unterrichts generell von Abläufen, sondern was ist Mathematik eigentlich? Und dass man viel, viel stärker in die Anwendung geht. So hätte ich übrigens nicht anfangen können, hätte ich gerne gemacht, dann hätte mich nur keiner gesehen im Internet. Weil viele, viele kommen noch rein und sagen, ach ja, du möchtest doch nur, dass man auswendig lernt. Weil so ein erstes Video war zum Beispiel in 5 Minuten durch die Tangentengleichung. Da habe ich halt getestet und Schüler und Studenten waren froh, aha, okay, das ist der Ablauf und dann komme ich durch die Prüfung durch. Das ist auch ein bisschen auch dem geschuldet, dass viele einfach nur durch Prüfungen durch wollten. Und jetzt kann ich halt mit, du hattest vorhin angesprochen, 500.000 User, es sind eigentlich nur 20% Abo-User, der Rest konsumiert die Videos einfach so, weil ich ja eigentlich als ich sag mal, derjenige, der Mathematik-Content bereitstellt, nicht der klassisch zu abonnierende Mensch auf YouTube bin. Also erreiche ich eigentlich so 2,5 bis 3 Millionen Leute über meinen Channel nur YouTube. Und jetzt kann ich natürlich versuchen, ob das sowas ist wie der Podcast hier, den ich ja jetzt verfilme und auch bereitstelle, ob das meine Vorträge zum Thema Neues Lernen sind. Ich versuche da jetzt wirklich die Brücke zu schlagen, hey, so ist erstmal der Mathe-Schmerz gelöst, nehmt auch bitte als Additum gerne die Videos, setzt es ein, wo es nur geht. Ich mache auf andere aufmerksam, andere Content-Creator, die da draußen sind. Jeder soll individuell lernen und jetzt die Brücke. Guck mal, das passiert da draußen gerade, deshalb ist Mathematik wichtig, deshalb Thema New Work, ja, neue Arbeitswelt, deshalb ist auch konsequenterweise neues Lernen wichtig und was ist das erstmal? Und was könnt ihr auch in dem Bereich machen und relativ schnell starten? Du wünschst dir sozusagen, dass der Funke auch überspringt, ne? Dass Leute eingeladen werden, inspiriert werden, sich mit Mathe zu beschäftigen und auch den Sinn sozusagen in einem weiteren eigenen Leben darin zu erkennen.
Ja, das ist ja wirklich, das ist ja faszinierend. Wenn ich letztes Jahr war so ein Effekt, da war ich an der Uni Wien und musste auf dem Skateboard unterschreiben, ne, weil man gesagt hat, man, Held der Mathematik, wir sind durchs Studium mit dir gekommen und wir konnten unser Studium weitermachen. Wo ich mir einfach sage, das ist ja jetzt nicht so, dass von draußen jetzt einer sagt, oh, ist das arrogant, da war doch immer noch ein Tutor vielleicht irgendwo mit dabei. Ja, natürlich, aber ich habe ja offensichtlich einen Teil dazu beigetragen und ich animiere eigentlich immer dazu, hey Leute da draußen, fangt selber auch an, Content zu produzieren. Ich wäre froh, wenn ein Großteil der Lehrer und Professoren anfangen würde, einen Teil einfach als Content nochmal neu bereitzustellen, damit jeder für sich selber entscheiden kann, mit dem komme ich am besten zum Erfolg. Und ich versuche das jetzt zu projizieren, nochmal von nicht nur für Mathematik zu begeistern, sondern allgemein für begeistern dafür, dass man Bildungscontent kreiert, produziert und bereitstellt, weil durch die vernetzte Welt dann eigentlich jedem nur oder jeder die Möglichkeit hat, individuell zu lernen. Und das passiert mir im Moment noch ein bisschen zu wenig, weil es sind auch sehr, sehr viele reserviert. Soll ich mich zeigen oder nicht? Dann sage ich immer, dann muss ja kein Video produzieren, dann nimm doch auch ein Tablet auf. Manche können einfach einen Podcast starten, da gibt es die einfachsten Möglichkeiten mittlerweile. Und ich freue mich immer, wenn nach solchen Interviews oder nach meinen Vorträgen Leute kommen und sagen, hey, super Daniel, ich starte jetzt selber, nicht nur mit mir das und das anzueignen, sondern auch anderen etwas mitzugeben. Das war ja auch sozusagen die Einladung, die du ausgesprochen hast, die ich vernommen habe. Nämlich du hast gesagt, irgendwann mal, Leute, wenn ihr 5 Podcast-Folgen habt, dann könnt ihr mich gerne mal einladen, weil dann weiß ich, dass ihr da dran geblieben seid und dass ihr auch Bock habt, weiterzumachen. Und dann komme ich gerne als Gast. Und so ist es ja, dass du jetzt Gast bei mir Sehr bist. gut. Ja, dann wäre jetzt die nächste Frage, die Zukunft der Arbeit. Also der Podcast heißt ja von mir Blick in die Zukunft oder Zukunft im Blick, um es mal so zu formulieren. Das heißt, du hast schon angesprochen, du kriegst sehr viel Input, du hast ganz viel, bist auf ganz vielen Bühnen unterwegs, liest ganz viele Bücher, was ich auch super spannend finde. Du hast mir schon ein paar davon auch gezeigt, die du empfiehlst. Und somit bist du sozusagen im Kopf auch schon in der Zukunft, was unsere Arbeitswelt sozusagen betrifft. Was würdest du dazu sagen? Ja, nicht nur im Kopf, sondern auch physisch und so wie ich mit meinen Teams auch arbeite. So, ich darf auch sozusagen jetzt gerade physisch da drin sitzen, nämlich in dem Genau, also wir Coworking sitzen Space. gerade in einem Projekt von mir, was auch wieder, sagen wir mal, Thema Startups hört ja jetzt gerade jeder. Bei mir hieß das früher, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, noch Unternehmensgründung. Ich teste halt sehr, sehr viel aus. Hier habe ich ein Projekt, das ist wirklich, das sind 200 Quadratmeter, 2 Etagen. Nicht nur großer Raum mit Lounge-Bereich, sondern auch wir sitzen jetzt halt gerade hier in einem abschließbaren Bereich mit der Möglichkeit bis zu 15 Personen, wo ich mir einfach gedacht hatte, boah, das könnte auch die neue Lernwelt sein. Also nicht mehr das klassische Gebäude einer Schule, langer Gang und große Räumlichkeiten, sondern das wäre eine Möglichkeit. Und ich wünsche mir, dass eigentlich viel mehr in dem Bereich getestet wird. Ich wollte das als Lernspace für Kids eigentlich haben, nur Thema Geschäftsmodell ist in die Hose gegangen. Das kommt halt auch nicht an. Was soll das Lernspace? Ich habe es dann umgeswitcht zu einem Coworking Space, wo jetzt hier auch im Nachbarraum eine Programmierfirma sitzt, wo hier laufend Buchungen sind, wo eben Firmen reinkommen, aus ihrer gewohnten Struktur rausgehen, um hier in einer neuen Umgebung ja einfach gedankenfreien Lauf lassen, auf neue Dinge stoßen. Und wenn man jetzt in den Bereich geht, neues Arbeiten, vor 5 bis 10 Jahren fing das an mit New Work. Da haben alle gefragt, was ist New Work? Wenn man jetzt da mal ein paar Sachen eingibt, da kann jeder auf YouTube gehen und gibt mal New Work ein oder neue Arbeitswelt. Und dann sieht man eben, es gibt natürlich auch immer noch die Arbeiter, die Meister, die Dachdecker. Und das wäre vielleicht zu viel, jetzt über Robotik zu sprechen, an welchem Punkt wir da sind, vielleicht später noch. Aber immer mehr werden halt in einer physischen Arbeitswelt arbeiten wie hier, also in kleinen Teams zusammenkommen, dann mal wieder selbst alleine woanders zu sitzen, keine Ahnung, nicht mehr immer an dem gleichen Tisch. Und das ist für viele noch schwer greifbar. Es müsste aber in der Schule noch mit eingeführt werden. Und ich breche das halt immer runter, diese neue Arbeitswelt auf das New Learning, auf das neue Lernen, denn ich muss mich damit beschäftigen, warum ist denn diese neue Arbeitswelt da?
Wenn man mal nur ganz kurz in der Geschichte zurückgeht, wir hatten einen großen Umbruch von Agrarwirtschaft zur Industrie. Da hatten wir dann die erste industrielle Revolution. Und wir sind ja jetzt schon im zweiten Maschinenzeitalter. Das heißt, immer mehr wird automatisiert. Routinsachen werden obsolet, überflüssig sein in ein paar Jahren. Künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema, die durch Deep Learning, das ist eigentlich so eine Untereinheit, da waren Durchbrüche in den letzten 2 Jahren, die mag man nicht glauben. Und da muss man sich mal mit beschäftigen, was sind denn auch Jobdefinitionen in 5 bis 10 Jahren? Also wenn man dann so UI, UX-Designer, das ist vielleicht da, aber was haben wir dann in 10 Jahren? Robotikethik wird ein Teil zum Beispiel sein. Da muss man sich jetzt einfach mal mit beschäftigen. Und das hat eben Auswirkungen auf das, was wir physisch vor Ort machen, aber auch wie wir online arbeitstechnisch kommunizieren. Und wie wir uns darauf auch vorbereiten und mal einen Gedankengang nach draußen. Vielleicht werden wir nicht einen Job für ganz, ganz viele Jahre haben, sondern vielleicht werden sich auch Jobs an sich von den Definitionen hier in kurzen Zeitabständen ändern. Und darauf müssen wir einfach auf unsere Lernprozesse abstimmen. Klassischerweise, ich nehme jetzt einfach mal einen LKW-Fahrer. Autonomes Fahren ist vielleicht vielen ein Begriff. Was macht ein LKW-Fahrer jetzt schon, um sich vorzubereiten auf die nächsten 5 bis 15 Jahre, wenn er denn dann noch arbeiten müsste, laut Definition, je nachdem wie alt er ist? Geht er jetzt schon her und kümmert sich darum, was ist, wenn jetzt alle LKWs autonom fahren? So, welche Fähigkeiten wird er sich erwerben? In welche Richtung geht er? Und das kann man durch verschiedene Jobpositionen jetzt mal durchgehen. Und da würde ich mir wünschen, wenn ich zum Beispiel auch die Presse durchgehe und mir die Politik anschaue und wir rufen jetzt Zeitalter der künstlichen Intelligenz, da würde ich gerne noch mehr dazu haben, ja, was sind denn jetzt Lösungen? Was kann ich denn jetzt machen? Schüler, Studenten, die gerade mir jetzt auch zuhören oder zuschauen, ja, was heißt denn jetzt Critical Thinking in 5 Jahren? Wie erwerbe ich solche Fähigkeiten? Und da bin ich jetzt praktisch auch wieder auf so einer Reise, um zu überlegen, welchen Content kann ich projizieren, um den Leuten mitzugeben, was kann ich jetzt machen? Und zum Beispiel jetzt ein ganz schneller Tipp, trefft euch in kleinen Gruppen und lernt vor anderen vorzutragen. Das klingt sehr, sehr banal, aber das wird einen Großteil der Arbeitswelt einnehmen. Pitchen heißt das bei Startups. Es geht aber jetzt gar nicht darum, pitchen, um Geld einzusammeln, sondern Ideen zu pitchen. Wir haben ein Problem, wir sitzen mit 6 Leuten zusammen. Was könnte dafür eine Lösung sein? Alles klar, trag du mal vor. Und wenn wir die Schule und die Uni-Zeit mal Revue passieren lassen, viele, da war der Anteil von in kleinen Gruppen zusammenkommen und vortragen eher klein. So, und das wäre jetzt ein schneller Tipp. Und da könnte ich jetzt eine ganze Seite voll runterschreiben. Und da würde ich mir wünschen, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Website dafür oder was auch immer. Was kann ich denn aktiv tun? Zum Beispiel würde mir einfallen, Besuch eines Barcamps. Ja. Das sind ja die Möglichkeiten, wo man dann mit anderen Leuten, die nichts mit dem eigenen Beruf zum Beispiel zu tun haben, oder, ne, der eigenen Lebenssituation, sondern von ganz divers sozusagen herkommen, sich austauschen können zu den Themen, die jetzt gerade anstehen. Ne? Aber jetzt kann ich ja schon sagen, jetzt wird von draußen wird die Frage kommen, was ist denn ein Barcamp? Aha. So, das heißt, wieder erstmal aufklären, was ist das? Und einen schnellen Tipp wieder auch von mir hinten dran, habe ich oft gesagt, die App Meetup. Die kann man sich runterladen, gibt den Umkreis an, 30 Kilometer, du guckst dir die Themen an und sagst, wow, ich bin interessiert an Biologie und da steht dann Biologie und künstliche Intelligenz, super. Einfach hingehen, gucken, was passiert, im schlimmsten Fall hörst du dir 3 Stunden was an, gehst wieder weg, im besten Fall kommst du auf einmal ins Gespräch, vielleicht ist ein Startup da, du kriegst ein Praktikum, was auch immer. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei Fähigkeiten. Als kleines Kind war ich immer neugierig. Ich habe Dinge ausgetestet, ich habe kein Risiko gescheut und das ist so ein bisschen mit den Optionen, die dir jetzt eben so ein Smartphone bietet, nicht nur schnell shoppen zu gehen oder schnell mal eben in der Presse was nachzulesen, sondern wirklich ja, mit so einer Meetup-App andere Leute zu treffen für interessante Themengebiete und mir Wissen anzueignen. Da würde ich gerne auch ein paar mehr zu inspirieren, das zu nutzen und einfach mal zu machen. Sehr cool. Gibt es auch zum Beispiel bei Zing, ne? Gibt es ja auch die Zing-Gruppen, wo dann auch dazu eingeladen wird, wäre auch eine Möglichkeit. Xing im deutschsprachigen Raum, LinkedIn ist meine Standardempfehlung, weil Xing ja wirklich deutschsprachig ist und LinkedIn, sagen wir mal, mit 600 Millionen Mitgliedern jetzt ein unfassbares Netzwerk weltweit ist, worüber ich auch schon sehr, sehr viele Leute über die Region Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, kennengelernt habe.
indem man einfach mal mutig war zu fragen. Also wirklich auch Leute in sehr, sehr hohen Positionen, wo du denkst, mit denen würde ich nie in Kontakt kommen. Man muss sich mal vorstellen, Steve Jobs hat das mal in einem Interview gesagt. Ich glaube, das war Hewlett-Packard, wo er damals einfach gesagt hat, ich rufe da jetzt einfach mal an, und Packard ging selber dran und sagt, hi Steve, also, ja, ich würde gerne einen Rat haben. Ach, und ich würde gerne bei dir arbeiten. Ja, komm vorbei, kannst du machen. Und heute kannst du mit dem Smartphone mal eben dich mit Leuten connecten. Im schlimmsten Fall kriegst du keine Antwort. Aber das sind so ganz banale, einfache Sachen, wo ich immer sage, dann nutzt doch mal 10-20% eurer Zeit. Weil ich weiß natürlich auch, da ist ein Druck da, zum Beispiel bei Studenten, wir müssen in 2 Wochen eine Prüfung schreiben und wir müssen wirklich Dauerdruckbetankung lernen. Dann sage ich trotzdem, grabt euch 10% der Zeit raus. Mhm. Und keine Ahnung, geht auf YouTube, schaut euch TED-Conferences an, gebt Themen an, ein, die euch interessieren, connectet euch mit Leuten und macht das mal über ein paar Wochen, Monate, Jahre und der Effekt wird sensationell für jeden sein. Apropos, mir fällt gerade ein, dass ich über LinkedIn tatsächlich mit dem einen von Apple verbunden bin, nämlich mit dem, der leider nicht so gut dabei weggekommen ist. Der war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer, ich weiß nicht, 3 oder sowas. Kennst du vielleicht, der hat dann nachher diese Aktienoptionen nicht von sich bekommen. Mhm. Ne? Aber der ist bei LinkedIn unterwegs und den habe ich angeschrieben und wir sind jetzt da verbunden. Hey. Tatsächlich. Jetzt würde einer draußen fragen, ja, was machst du jetzt da draus? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht, genau. Aber das ist eben dieses in der Connected World, ja, zu viel und zu viel Informationen, aber das kann auch das Positive sein, dass auf einmal irgendwann du, ich weiß ja nicht, wo du verlinkt bist, wenn ich zum Beispiel über LinkedIn vernetzt bin und mache dann einen Post, dass ich zum Beispiel auf der Bühne war und auf Englisch einen Vortrag über neues Lernen gehalten habe, sagt der vielleicht irgendwann, hey, komm mal vorbei in New York oder was auch immer. So. Das ist der Serendipity-Effekt. Ne? So, und das unterschätzen viele super, bei dem, was im Moment gerade natürlich mit Instagram, Snapchat, Twitter, Tumblr, TikTok, ehemals Musical.ly passiert. Das ist toll, das ist fun, das ist Spaß, man ist dort kreativ, aber manchmal verfällt man da auch in ein Vernetzen, wo dann am Ende des Tages vielleicht echt so viel Zeit bei rumgeht und man hätte noch andere Optionen gehabt. Und deshalb so ein bisschen noch Richtung, ich sag mal, vernetzen mit ein bisschen Weitblick, wo es jetzt nicht rein um Business gehen muss, aber was auch total Spaß machen kann. Also ich habe mich total gefreut, als ich mich endlich mit Konrad Wolfram von Wolfram Alpha vernetzen konnte. Das wird ein Riesenspaß sein, mit dem jetzt mal ein Gespräch zu führen Richtung Mathematik lernen. Wie sollte es eigentlich im Unterricht aussehen? Wie kann ich Wolfram Alpha auf meiner Plattform nutzen, um schnell an Lösungen zu kommen, um trotzdem immer noch Menschen zusammenzuführen? Und da merkt man schon wieder, da bin ich echt begeistert und das wird jeder auch erfahren, wenn er mal so aktiv da reingeht und trotzdem weiterhin bei TikTok kreativ ist, auf dem Bett rumhüpft und Musik dabei abspielen lässt. Genau, und du hast so erzählt, habe ich gehört aus deinem Vortrag, du erklärst dann in wie viel Sekunden, 90 Sekunden oder eine Minute? Ich weiß nicht. Genau, bei TikTok sogar in 15 Sekunden. 15 Sekunden das, es geht ja jetzt auch schon mittlerweile länger. Das ist ja wirklich noch ein Highspeed-Elevator-Pitch. Also didaktisch natürlich kompletter Mist. Trotzdem mal einfach nur versucht, aber auch vielleicht ein bisschen zu engagen. Ich habe zum Beispiel, zu animieren, ich habe probiert zum Beispiel mal in der damals noch Musical.ly-Challenge zu sagen, trefft euch mit Freunden, und macht mit Freunden mal einen Kreis. Dann bin ich nämlich bei einem mathematischen Muster, bei einer mathematischen Struktur, also ein Kreis. Und dann haben sich welche dann eben in Kreisform hingelegt oder haben in Kreisform sich an die Hände gefasst und haben das dann gefilmt oder was auch immer. Das ist ja auch eine Sache, wo ich jetzt wieder sagen kann, ich nutze so etwas, um zu animieren, etwas zu machen. Dass ich jetzt in 15 Sekunden mal eben eine Bruchrechnung darunter schreibe und dass das jetzt nicht der höchste Lerneffekt ist, klar, aber es ist animiert. Und das ist so dieses Intrinsische. Ich habe Lust, etwas zu machen. Und wir hatten ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass du jemanden erwähnt hattest, der Minecraft nutzt, um den Chemieunterricht interessanter zu machen. Der Mirek Hanschel, genau. So, also da sage ich mir schon wieder, warum steht das nicht in der Presse ganz oben? Einfach zu sagen, okay, viele Kids sind bei Minecraft, jetzt bei Fortnite oder wo auch immer. Und wie kann ich es denn dann nun mal nutzen, um einen Zugang zu etwas zu haben wie Chemie, Physik, Mathematik oder was auch immer. Und ich bin großer Freund von Gaming und überlege da selber gerade über verschiedene potenzielle Projekte, denke ich zumindest nach. Allein Super Mario, kennen vielleicht viele noch, ich habe das früher gespielt, eine Geschichte,
aus Amerika. Zwei Jungs sind mit der Oma im Auto, die Oma fährt, die Oma bekommt einen Herzanfall, das Auto geht in die Gegenrichtung auf Kollisionskurs. Der eine Enkel sitzt auf dem Nachbarsitz und reagiert blitzschnell ans Lenkrad, haut das Lenkrad nach links in den Graben, alle sind gerettet. Oma hat auch überlebt, es war nur eine Attacke, also nicht wirklich, ne, dass er weggekippt ist. Und er wurde gefragt, wie konntest du so reagieren? Und er sagte, habe ich bei Super Mario Kart gelernt. So, jetzt kann man natürlich sagen, hat er das wirklich dort gelernt? Aber Thema Entscheidungen treffen in kurzen Zeitabständen ist ein Riesenthema. Deshalb, warum nicht mehr und in der breiten Fläche über sowas mal nachdenken? Das muss ja nicht jeder jeden Entscheidungen treffen in komplexen Situationen. Ganz genau. Die haben wir ja gerade vorliegen. Ne? Ganz genau. Das hast du ja vorhin auch angesprochen. Wie lernt man eigentlich dieses kreative Problem lösen auch? Das ist ja auch so ein Punkt. Wie kann man das, welche Kompetenzen sind dafür wichtig, dass ich mir das aneignen kann? Weil immer mehr Informationen ja vorliegen. Und wir wissen ja selber, dass es, erzählt es ja auch ganz häufig, das Moore'sche Law zum Beispiel, dass die Rechenpower sozusagen alle zwei Jahre sich sozusagen verdoppelt. Ne? Ja. Und das Wissen, habe ich auch mal gelesen, ist irgendwie auch so, dass es sich immer verdoppelt, alle zwei Jahre. Jedenfalls gibt es da so auch Veränderungen. Ne? Es steigt ja alles, strebt ja Richtung... Ich habe das immer in meinen Präsentationen jetzt drin und es gibt auch noch, Moore's Law ist jetzt wahrscheinlich bald am Ende und man kann auch darüber diskutieren, ist alle anderthalb Jahre oder alle zwei Jahre. Mhm. Das Wesen ist das exponentielle Wachstum, dass wir jetzt halt an einem Punkt sind, dass diese immensen Daten, die gesammelt werden jetzt auch, weil die Rechenpower jetzt unfassbar ist, die man in der Hosentasche hat, kombiniert mit den Fortschritten oder den Durchbrüchen bei tiefen Lernarchitekturen, also Deep Learning, das ist dieser Fortschritt in der künstlichen Intelligenz und diese Dinge kommen auch noch alle zeitgleich. Das ist wieder aus der Mathematik Kombinatorik. Und das ist nicht mehr zu ändern oder wegzudenken. Wir werden jetzt nicht morgen alle aufwachen. Und das war damals, ist nur zu vergleichen wie vielleicht mit der Elektrizität. Das waren auch Durchbrüche, Sondersgleichen. Komplette Industrien sind von links nach rechts gedreht worden oder weggekippt worden. Und neue haben sich ergeben. Das Gleiche passiert mit der künstlichen Intelligenz jetzt auch. Das ist auch gar nicht schlimm, sondern... Also wenn so Routinsachen, die total langweilig sind, wie Akten sortieren oder all so ein Müll, also was wirklich nur, wo du morgens um 8 Uhr zu einem Job gegangen bist und eigentlich keine Lust hattest darauf, wenn das weg ist, ist doch toll. Mhm. Nur nochmal, ich frage mich, die Leute, die diese Routinenjobs machen, wie kriegt man die jetzt weitergebildet, ausgebildet auf diese eigentlich tolle neue Zukunft, in Projekten zu arbeiten und den Ideen kreativen Lauf zu lassen? Das ist ein wichtiger Punkt, nämlich auch, wo könnte da zum Beispiel der Arbeitgeber unterstützend einwirken? Ne? Wo könnte man Anreize schaffen? Du hast vorhin verschiedene Punkte genannt im Vorgespräch, wie man diese einzelnen sozusagen Dinge auch schon benennt, diese Lernhäppchen zum Beispiel, Learning Nuggets und so weiter. Da gibt es also verschiedene Methoden, wie man jetzt schon auch aus Unternehmersicht, ja, das ist ja auch nochmal ganz spannend, wie könnte man also da für die eigenen Mitarbeiter sozusagen so ein Lernumfeld schaffen? Da gibt es tatsächlich ein Beispiel, fällt mir dabei ein, Adidas, die haben tatsächlich einen Learning Campus, die haben sowas sozusagen auch schon entwickelt, aber ich nehme an, das haben wahrscheinlich alle größeren Konzerne, dass sie sowas auf dem Schirm haben und da halt nach Lösungen suchen. Das ist sozusagen etwas, was das Thema New Learning ja betrifft, das hast du jetzt schon öfters genannt. Mhm. Willst du da noch mal so ein bisschen tiefer reingehen? Genau, und ich kann auch nur, also ich mache mir wirklich Gedanken, wie ich das auch bereitstelle, weil man es auch wirklich mal sehen muss, dieses neue Ökosystem, wie wir lernen, was eben zwangsläufig seinen Grund hat, aufgrund exponentiellem Wachstum, immer mehr Informationen, in immer kürzeren Zeitabständen muss ich mich auf neue Dinge einstellen. Das erfordert eben etwas anderes als die letzten Jahrhunderte, regelmäßig irgendwo physisch hinzugehen, Wissen rein in den Kopf, einen Test machen, ob ich das auch wirklich so hatte und dann irgendwie jahrelang möglichst immer das Gleiche machen. Sondern, du hast die Lernhäppchen angesprochen, Learning Nuggets heißt das, Nugget Learning heißt das jetzt einfach, man hat immer so kleine Einheiten, mit denen man seinen ganzen Speicher immer so ein bisschen auffüllen kann. Es gibt das Micro-Learning, es gibt Bite-Sized Learning, das ist ganz neu, man streitet noch, ist es jetzt das Gleiche oder nicht. Es geht einfach darum, ich brauche jetzt eine Ergänzung für mich zum Beispiel, weil ich jetzt mit Programmierern arbeite im Bereich Python. Programmiersprache, dann gehe ich einfach her und sage, okay, ich habe da ein Ziel und kann jetzt kombinieren, ich kann es self-organized,
self-paced, also selbst organisiert und nach meinem Tempo machen. Ich kann mir kleine Videoeinheiten raussuchen. Ich kann es for free auf YouTube machen. Ich kann mir einen geführten Kurs bei Udemy, bei einer Plattform oder Coursera schießen. Ja, kostet Geld, aber dann weiß ich vielleicht, oh ja, ist kuratiert. Zum Beispiel auch noch, um das noch zu erwähnen, imux.at wäre eine Möglichkeit. Auch wieder, ich bin eigentlich wieder bei einer Plattform. Wo finde ich diese Sachen denn eigentlich vor? Ich habe es gestern wieder gesagt. Danach könnt ihr zu Blinkist gehen, einem deutschen Unternehmen, wo man in 15 Minuten Bücher lesen kann. Sehr gut. Klar kann man jetzt von draußen sagen, auch ich sage, einen Roman konsumiere ich oder den lese ich komplett. Aber wenn es so mal um so, ich möchte jetzt 3-4 Bücher mal eben zum Thema Python nehmen. Dann haben die kuratierterweise mit Expertenteam alles aufbereitet, sodass du, man kennt das ja, manchmal liest man dann Seiten, boah, langweile mich nicht. Und dann treffe ich mich vielleicht noch mit einem Meetup vor Ort, bei einem Python-Meetup oder was auch immer. Und so bin ich in einer ständigen Möglichkeit, lebenslanges Lernen, nicht mehr, ich habe dann irgendwann einen Job, den mache ich dann 30 Jahre, sondern Jobs ändern sich, ich habe es vorhin angesprochen, Jobdefinitionen ändern sich vielleicht auch jährlich, vielleicht habe ich 2-3 Sachen zeitgleich, ist gar nicht schlimm, kann ich ja alles organisieren und es macht auch noch Spaß. Und dieses neue New Learning Ecosystem aus Online und Offline eigentlich in einer Symbiose. Es gibt nicht genau immer nur so oft vor Ort oder genau so oft online, sondern Blended Learning, also ich habe die Kombination aus Online und Offline. Thema individuell, ich kann ja positiverweise mal Daten tracken, hat mir überhaupt ein Video geholfen? Wüsste ich zum Beispiel noch gar nicht, da arbeite ich gerade in meinem Tool dran, wie kann ich es messbar machen, ob mir ein Video geholfen hat, ein gelesener Text, die Antwort von dem Helfer, hat der Helfer ein Video mitgeschickt? Also man muss sich nur mal vorstellen, welche tollen Optionen wir damit haben, das Lernen zu personalisieren auf Dauer. Und bei all dem vielleicht dann noch als Zusatz, da bin ich wieder bei meinem Neffen, wann schalte ich die Sachen mal aus, die Geräte, leg alles weg und guck einfach mal nach oben in die Luft und lass einfach mal sacken und lass mal dieses Wunderwerk, nämlich unser menschliches Gehirn, mal arbeiten und komme auf kreative Ideen. Also weg von der Taktung montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr, Wochenende und alles wieder von vorne. Und das ist ein wirklich hochspannendes Thema, wo ich auch wirklich drüber nachdenke, bei dem ständigen Zugriff an Informationen, natürlich ständiger Zugriff zu Bildung, ständiger Zugriff, arbeitstechnisch mit anderen zusammenzukommen, jetzt mal weg und dann wieder so. Die Mußezeit, würde ich sagen. Ne? Man sagt ja auch eigentlich, dass Kinder, wenn die sich langweilen, kommen sie ja auf sozusagen Ideen. Mehr Mut zur Langeweile, absolut. Heute eigentlich Langeweile, ne? So, absolut. Es ist ein Riesenthema und ich werde demnächst ein Gespräch haben mit jemandem, der hat seine Kinder eben auf einer Schule, das hieß dann früher Reformschule. Jetzt ist die Frage, warum eigentlich Reform? Waldorf und Co. Wo früher, ich sag mal, 30er, 40er, 50er, 60er, da war es auch gar nicht verlangt, dass man, ich sag mal, so richtig, dass alle kreativ und sich entfalten. Ne? Wir brauchten ja auch in der Industrie fleißige Arbeiter. Nur vielleicht kommen wir jetzt tatsächlich auch arbeitstechnisch in ein Zeitalter, wo es echt in der Hauptzeit darum geht, ich habe echt Bock, morgens loszugehen und etwas zu tun. Und dann nennen wir es jetzt von mir aus mal Arbeit. Also das ist ein riesen Thema. Und um dann wieder nochmal die Brücke zu schlagen zum Thema Lernen, dieses neue Lernökosystem, das ist wichtig, dass das eigentlich viel besser kommuniziert wird. Also was ist Micro-Learning, was ist Nugget-Learning, was ist Bite-Sized-Learning, was heißt Self-Paced, Self-Organized-Learning. Das selbstorganisierte Lernen bringt oder schult die Fähigkeit, komplexe Dinge zu analysieren, und vielleicht auch Lösungen zu finden. Wenn ich zum Beispiel so ein komplexes Problem habe, wie ich muss mit meinem Coder über Python sprechen, dann brauche ich Wissen über Python. Also gehe ich selber her und muss zusehen, wie ich dort zum Lernerfolg komme. Wenn ich das auch noch in Kombination mit anderen Menschen mache, die mir auch noch helfen und einen kleinen Anstoß geben und der Coder mir selber ab und zu sagt, dann musst du da und da drüber nachdenken, ist das super. Also ich meine, früher, was hatte ich vor 10, 20, 30 Jahren für eine Möglichkeit? Ich musste irgendwo in einem Blattheft, keine rumblättern. In der Bücherei? Zu einer Bücherei fahren. Da habe ich auch immer stundenlang suchen nach Informationen. Und das ist wirklich ein absolut positiver Effekt gerade. Nur, nochmal in Kombination mit der Informationsflut, irgendwann auch mal die Brücke bekommen zu, jetzt ist mal weg und jetzt lass uns doch mal einfach
bisschen den gedankenfreien Lauf und dann diskutieren, Dinge hinterfragen, also wirklich mal 2 Stunden einfach nur diskutieren, ohne dass permanent das Phone pingt. Dafür eignen sich natürlich, fällt mir gerade ein, auch gut Räume, wo man das Handy gar nicht mitnehmen kann, beziehungsweise wo einfach kein Netz da ist, auch kein WLAN. Manche Lehrer tendieren ja dazu, die fahren ja dann mit den Schulklassen irgendwo ins abgelegene Dorf und dann sagen sie dann, oh, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, hier gibt es ja gar kein WLAN, oh, das tut mir leid, Leute. Und dann hat er sozusagen, dann ärgern sich natürlich die Schüler und Schülerinnen erstmal, aber dann fangen sie halt an, dass sie die Zeit auch nutzen können. Ne? Das ist so wie so ein Refugium. Oder Sauna fällt mir ein. Da kannst du dein Handy einfach nicht mit reinnehmen. Und was machst du denn da die Viertelstunde oder so, wenn du dann drin hockst? Ne? Du schweißt ab, denkst nach. Ja. Solche Räume müsste es, Räume für Langeweile, die dann kreativ sind. Und ich plädiere ja dafür, wenn man sich mal so eine, ist ja oft, man kriegt es auch in der Presse jetzt mit, ich frage mich immer, wann setzen wir es endlich mal um? Wenn viele auch in Talkshows da sitzen und dann sagen so, stellt euch mal vor, wir würden jetzt eine neue Art von Schule erbauen. Und es wird immer, das ist vielleicht kurz ausgeholt, was ist Lernen? Lernen ist so iterativ, durch Austesten, Ausprobieren, durch Fehler lernen, zum Erfolg zu kommen, um sich Fähigkeiten anzueignen. Bildung, irgendwo müssen wir mal irgendwas vielleicht kuratiert drum setzen, wo man vielleicht glaubt, das kriegt man jetzt nicht mal eben in ein paar Wochen mit selbstorganisiertem Lernen, wie zum Beispiel Newton und Leibniz, keine Ahnung, weltbewegende Formeln, Einstein, was auch immer. Da müssen wir sagen, das packen wir in Curriculum oder was auch immer. Und dann kommt auch wieder die Rolle eines Lehrers, vielleicht heute eines Coaches dazu, dass man in einer Umgebung wie Schule, also ein Ort, wo Lernende zusammenkommen, dann das Ganze ja, so verpackt, dass man eine tolle Umgebung hat, dass man tolle Menschen hat, dass man vielleicht ein tolles Curriculum hat und dass man aber auch die Freiräume hat, selber was zu machen. Jetzt, und dann stellt man sich mal so ein Gebäude vor, wo man sagt, da gibt es einen Raum, da ist dann no Internet von mir aus. Aber da gibt es natürlich auch Räume mit Internet. Ich kann jetzt nicht wieder sagen, ich gehe jetzt wieder komplett zurück in der Zeit. Dann hast du einen Raum, keine Ahnung. Wie das sieht aus mit Makerspaces? Makerspaces, nenn es, wie du es willst. Ich würde da viel mehr von bauen in Deutschland. Ich würde die einfach mal da hinstellen. Der eine sieht so aus, der andere so aus. Einen Raum wollte ich noch sagen, vielleicht um eine Brücke zu schlagen, mit so kleinen Robotern, ob das mit Lego ist oder was auch immer. Du weißt ja, ich wusste es vorher nicht, du bist ja auch Roberta-Teacher. Ich bin ja auch ein New Learning-Botschafter für die Roberta-Initiative. Also das spielerische Herangehen an Programmieren und Robotik, ein Riesenthema. Und Roboter sind ja nicht alle schlecht, das sind ja nicht alles Terminator, sondern das Smartphone ist ein kleiner Roboter, die Kamera, die uns filmt, ist ein kleiner Roboter, alles kommuniziert miteinander. Und diese Umwelt, in der wir leben, sollten wir doch jetzt auch unseren Kids spielerisch beibringen. Also, dann mach doch eine Ecke damit. Und es ist ja alles schon da. Und dass es natürlich einzelne Pilotprojekte gibt, das weiß ich schon. Ich frage mich, warum wir nicht überall solche coolen Hubs, Spaces und so hinbauen. Und das klingt immer so abgespaced, aber es sind einfach tolle neue räumliche Umgebungen, die für mich eine ganz wesentliche Rolle spielen in der Art, wie wir nicht nur arbeiten, was man jetzt halt überall sieht. Coworking Spaces sind jetzt in aller Munde. Und auch große Firmen bauen ja so kleine ne, Makerspaces bei sich selber mit rein. Und das wäre so schön, wenn das im Bildungssystem auch noch verankert wird, dass da viel mehr tolle, neue Lernumgebungen gebaut werden, flächendeckend. Unbedingt. Ja, wer... Genau, ich habe hier zwar noch ganz viele Fragen und jetzt fällt mir trotzdem noch eine ein, bevor ich hier nach der Liste wieder weitergehe. Was nochmal, bring's bitte nochmal auf den Punkt. Was ist für dich New Work? Das ist so, wie du sagst, wie sieht jetzt die Zukunft von Schule und Uni aus? Das ist nicht so einmal zu definieren, weil in dem ständigen Wandel, in dem wir leben, was ist New Work heute, was ist es in 5 Jahren? Heute ist es so, dass ein sehr, sehr großer Teil neue Jobdefinitionen hat und neue Umgebungen vor Ort vorfindet. Also sowas wie, ich habe nicht mehr einen fixen Arbeitsplatz, an dem ich jeden Tag sitze mit der Kaffeetasse daneben und dem Computer, der da steht, sondern ich bin jeden Tag woanders, ich bin in kleinen Teams unterwegs, ich muss vor anderen Leuten vortragen, ich muss selber mal ein Projekt in die Hand nehmen.
Neues Arbeiten ist aber auch, dass ich in der Fabrik nicht mehr händisch an dem Schalter stehe und den umlege, sodass das nächste Auto von links nach rechts geht, sondern dass ein Roboter die blöde, schwierige Routinearbeit macht und ich vielleicht aktuell mit einem Tablet und in 5 Jahren mit der Brille dort stehe und den Roboter steuere und überwache sogar immer noch. Also ein sehr, 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 sehr komplexes Thema eigentlich, wo man sich halt übergeordnet, genau wie mit New Learning, endlich mit beschäftigen sollte, um einfach zu wissen, aha, potenziell werde ich in 5, in 10 Jahren so meinen Arbeitsalltag vollbringen. New Work auch, es muss nicht von montags 9 bis freitags um 17 Uhr sein. Es kann sein, dass ich projektorientiert von freitags bis montags etwas mache und bin dann fertig und mache dann mal 3 Tage nichts. Also allein damit muss man ja einfach mal klarkommen. Was heißt denn nichts machen? Ich habe doch ein Projekt fertig gemacht. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, so zu denken, wie Google das am Anfang gemacht hat mit den Freitagen, wo sie gesagt haben, ne, das sind ja 20% der Arbeitszeit, wenn man jetzt die Woche anguckt. Und Freitag kann man das machen oder der Mitarbeiter das machen, was er meint, was er schon immer mal machen wollte, gerne tiefer reinsteigen wollte. Und dann hat Google natürlich überlegt, wie kann man denn das sozusagen auch wiederum ins eigene Portfolio mit reinnehmen. Dann sind solche Dinge wie Gmail zum Beispiel entstanden, aber noch zig weitere Dinge. Ne? Also absolut, die Freiräume zu geben, das ist sehr, sehr schwierig, gerade bei Mittelständlern. Wenn man jetzt einem Mittelständler sagt, gib doch mal deinen Leuten Freiraum. Also dann ist so, das muss man, kann man ja auch nachvollziehen, da ist der, weiß ich nicht, der Sägenproduzent, wo einer wirklich noch an der Maschine steht und man sagt dem jetzt, so jetzt hast du mal 30 Minuten Freiraum. Da muss man erstmal aufklären, warum potenziell du das, was du jetzt machst, in 5 bis 10 Jahren nicht mehr machst, weil die Robotik dramatisch wächst von den Fähigkeiten her, von den Möglichkeiten her und jetzt ja auch die Roboter vernetzt werden. Also ich bin da eigentlich wieder beim Punkt des Aufklärens erstmal und dann versteht man es erstmal, man hat auch vielleicht nicht so viel Angst, weil man hat ja jetzt Möglichkeiten, etwas zu machen. Auch derjenige, der vielleicht Routinearbeit macht, hat ja viel, viel Know-how und viel Erfahrung. Vielleicht startet, ich sage mal ganz banal, vielleicht startet der einen Podcast über seinen, keine Ahnung, seinen Change, seinen Wandel oder was auch immer und hat auf einmal den bestrennenden Podcast. Möglichkeiten aufzeigen und das kam mir gestern so, ja, wo findet man denn jetzt alles? Ne? Wenn man jetzt den Podcast gehört hat, wo kann ich denn jetzt nachgucken? Oder ich versuche es jetzt, wenn ich es auf YouTube hochlade, unten in die Beschreibung zu packen. Ja. Also zum Beispiel Anchor-App, Free Download, du kannst sofort einen Podcast starten, kommt überall raus. Hier ist ein Artikel, New Work trifft New Learning. Also wie sieht das Lernen im Zeitalter von New Work aus? Und dann kommt man auf einmal dann, okay, jetzt gehe ich auf YouTube, jetzt gebe ich das ein, dann kommt man in den Strom, ach, da ist die Meetup-App runtergeladen, getroffen, tolle neue Möglichkeit, ich habe mich ausgetauscht, jetzt bin ich bei dem Startup, mach mal ein Praktikum oder ich bin auch bei dem Unternehmen, was neue Wege geht. Genau, so wird es runtergebrochen von verstanden, aufgeklärt, Möglichkeiten etwas zu machen, los geht's. Du hast es angesprochen, ein Wandel ist da. Man könnte sagen, Digitalisierung ist schon seit, was ich, 20, 30 Jahren oder so mit dem Wort eigentlich am Laufen. Jetzt kommt sowas dazu, Industrie 4.0, das ist ja auch etwas, was auf der Hannoveraner Messe sozusagen entwickelt wurde. Ist ja auch so ein bisschen ein Image oder Werbung für diese Bewegung oder für diese Phase. Ich wollte gerne noch mal ganz kurz auf den Gründer tatsächlich von New Work, von diesem Namen an sich, hatte ich dir erzählt, dass dahinter der Philosoph Friedrich Bergmann steht, den finde ich sehr spannend, der sich in den 80ern tatsächlich mit dem Problem beschäftigt hat, was passiert, wenn wir plötzlich so diese Massenentlassungen haben. Damals war das tatsächlich bei General Motors so. Die mussten zigtausend Leute sozusagen entlassen in Detroit. Wer heute Detroit googelt und guckt, was da passiert, da ist sozusagen, ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung ist da nicht mehr da, die früher da war. Und er hat sich damals Gedanken gemacht, wie kann man die Leute sozusagen dahin bringen, dass sie anfangen, nochmal über sich nachzudenken, was sie gerne wirklich, wirklich machen wollen in ihrem Leben. Ne? Und da hat er dann dieses Center of New Work zum Beispiel aufgebaut,
in denen man dann sozusagen dieser Frage nachgehen konnte. Und dann sind solche Dinge passiert, wie dass zum Beispiel ein Mechaniker, der bei General Motors im Fließband dafür da war, dass er sozusagen die Fließbänder geölt hat, war von morgens bis abends hat er mit Öl zu tun gehabt und war abends natürlich dementsprechend dreckig. Und in diesem Zentrum wurde er dann gefragt, was möchtest du eigentlich wirklich machen? Und dann hat er gesagt, eigentlich wäre ich gerne sauber. Verdammt, ne? Was kannst du da machen? Und er hat tatsächlich den Weg gefunden, nämlich zum Yoga hin. Da ist man ja schön sauber und rein und hat dann angefangen tatsächlich mit diesem auch noch so ein bisschen Business-Gespür so eine Yoga-Kette aufzubauen. Wahnsinn. Das ist so eine Anekdote, die man da in dem Zusammenhang erzählen kann. Und das würde mich jetzt fragen, woran merkst du, was du wirklich, wirklich möchtest? Ich merke das darin, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich mit dir spreche, wenn ich mit anderen Leuten spreche und die Leute geben dir Rückmeldung, dir macht das ja wirklich richtig Spaß, was du da machst. Das kann nur daher kommen, ich brenne offensichtlich für Bildung, im Kern natürlich die Mathematik. Ich hab selber irgendwann auch wieder schon, ich glaube, relativ früh in der Schule gemerkt, ich habe immer gerne anderen geholfen, immer gerne Mathematik, die Leute waren immer froh, weil ich dann auch noch geholfen habe, das zieht sich jetzt so durch und irgendwie ist dieses Helfen und Erklären und so erklären, dass du dann diese komplexe Sache auch verstehst, irgendwie in mir drin und natürlich der Drang eigentlich in einer breiteren Masse etwas zu ändern, weil es notwendig ist, weil ich die Sachen erkenne. Deshalb teste ich auch so viel aus, deshalb bin ich auch sehr, sehr risikobereit. Das ist manchmal schwierig in Deutschland, weil wenn ich solche Geschichten höre, das ist dann typisch USA und wir haben, und ich glaube, machen wir auch besser nicht über China gesprochen, was da alles passiert. Ich habe da auch immer einen Buchvorschlag, AI Superpowers von Kai-Fu Lee, der erzählt wirklich, wie aus Silicon Valley eben diese Brutstätte von Startups entstanden ist, wie USA mit den Tech-Konzernen, mit künstlicher Intelligenz-Strategien immer besser geworden ist und wie China jetzt die neuen künstliche Intelligenz, Gründer, Entrepreneure der Neuzeit gerade hervorbringt und auch wirklich fantastische Unternehmen mit Geschäftsmodellen. Und da bin ich schon wieder mitten im Thema drin. Ich fände es so spannend, wenn wir als Robotikstandort jetzt solche Zellen, wenn ich sowas höre, wie New Workspace oder Mindset Space oder wie du es auch immer nennen willst, ich würde die überall hinpflanzen hier in Deutschland, einfach um zu testen, um die Möglichkeit aufzubereiten und gar nicht als vollständigen Ersatz, sondern geht mal ab und zu da rein und sagt mal, was ihr wirklich wollt und solche Geschichten, die du gerade erzählst, einfach mal erzählen und dann sagst du dir auf einmal, ach ja, stimmt, keine Ahnung, ich wollte schon immer das und das. Und jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber keine Ahnung, ich finde das einfach total spannend, immer Möglichkeiten zu erkennen, anderen mitzugeben und dann auch Leute zu motivieren, das auch zu machen. Dann würde ich gerne tatsächlich etwas sehr Ungewöhnliches fragen, nämlich Thema Matheunterricht, Thema, wo gibt es momentan die Lösung oder die Aufgaben, nämlich in Büchern noch. Ich sage noch aus dem Grund, weil wenn wir wieder in die Zukunft denken, wäre jetzt meine Frage, ich habe ja auch sozusagen diesen Hintergrund der Lehrerbildung, was wünschst du dir denn von Schulbuchverlagen? Puh, das ist natürlich eine Frage, weil ich ja unter anderem mit Verlagen zusammenarbeite, die meine Videos nutzen, um sie als Additum, als Zusatz mit einzubauen in zum Beispiel für Lehrer etwas, die dann Material haben, kuratiert, mit Lösungen plus Videoeinsatz. Ich wünsche mir da noch mehr Testen, noch mehr, keine Ahnung, noch mehr, ein bisschen mehr, keine Ahnung, Freiraum für ungewöhnliche Sachen. Natürlich, wie kannst du jetzt etwas, aber da sind wir auch wieder beim System und bei Schule, wie kriegen wir so einen gewissen Teil wirklich so Verrücktes da rein, Ungewöhnliches, was eben vor 10, 20, 30 Jahren gar nicht vielleicht notwendig war in der Industrie, aber jetzt, wie kommst du weg von Aufgaben mit Lösungen und du musst auf den Test hinarbeiten, das ist natürlich auch ein sehr festgefahrenes System, also ich weiß von einem Verlag, der investiert ist an einer völlig neuartigen Universität. So, das heißt, Verlage sind ja jetzt nicht nur Bücher in Schulen und Universitäten, sondern da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter in Möglichkeiten, etwas zu testen mit völlig neuen Geschichten. Und was würde ich mir wünschen? Also, ich sag mal, was würde ich machen, wenn ich einen Haufen voller
Geld hätte, um zu investieren. Ich würde in neue Projekte gehen, die eben nicht nur online sind und basierend auf Sachen, die ich schon habe, also meine Videos, sondern völlig neuartige Projekte. Und deshalb, lasst uns einfach mal 3, 4 solcher Creative Spaces bauen. So, das würde ich mir vielleicht wünschen. Das ist vielleicht für manche viel zu weit weg, weil naheliegend wäre ja eigentlich, ich habe ein Buch mit Aufgaben, mit Lösungen. Und wie kriege ich jetzt noch, keine Ahnung, Videos dazu, sonst noch irgendwas? Also völlig, völlig Neues. Also wirklich, hier, ich habe einen Haufen von Kohle und dann baue ich jetzt neben der Schule einen neuen Space. Ja? Also nicht nur Amazon, Google, Apple bauen ihre riesen neuen, coolen, geilen Arbeitsumgebungen. So, wir machen das jetzt auch für die Schule oder neben der Uni. So. Toll, alles genau, was wir besprochen haben, geile Räumlichkeiten, einer ohne Internet, Rest Highspeed, Robotikraum, das und dann schauen wir mal, was noch passiert. Ist vielleicht zu verrückt, ich weiß nicht, aber so bin ich halt. Ja, man könnte ja auch mal überlegen, fällt mir gerade auch ein, mit 3D-Druckern eventuell Aufgaben zu machen. Also sprich, dass du im Buch irgendwelche Aufgaben hast, die du mit dem 3D-Drucker zum Beispiel lösen kannst. Du kannst auch, für Mathe kannst du auch Kombinationen mit GeoGebra machen, also Virtual Reality nutzen für Mathematik. Viele haben Probleme, eine Raumdiagonale zu erkennen, ob im Quader oder im Würfel, weil man sieht im Buch jetzt logischerweise nur das platte 2D-Ding. Und wenn man dann jetzt sich mal vorstellt, man sieht auf, man steht im Raum und merkt jetzt, oh, hier wird eine Linie gespannt, ach, und das ist die Raumdiagonale, das ist doch Wahnsinn. Also das sind aber wirklich richtig verrückte Sachen, sowas zu nutzen. Und es gibt ja auch schon Apps, die solche Sachen umsetzen, vielleicht die mit einzusetzen in Kombination. Und wenn man dann sagt, okay, und jetzt geh mal an die Lösung der Aufgabe, du müsstest diese Länge jetzt berechnen, weil die und die sind gegeben und dann hast du noch eine Aufgabe, wo die Lösung direkt mit dabei ist, du kannst dich direkt kontrollieren. Ich glaube, das wird so sehr in die Tiefe jetzt gehen, das wäre nochmal ein ganz eigener Punkt, Mathematik/Unterricht/Unterricht/ Lernen der Zukunft, wieder in der Symbiose aus, mit Menschen, mit Technologie, mit schon Wissen, was da ist, in einer Form, wo du auch eben testest, weil wer weiß, wohin Augmented Reality, Virtual Reality gehen wird, da sind auch Wahnsinnsmöglichkeiten in den nächsten Jahren. Jetzt interessiert mich, was hältst du tatsächlich von der Fridays for Future Bewegung? Hast du davon nämlich mal erfahren? Und was sind deine Gedanken dazu? Also erstens, das sind so Fragen auch, was hältst du von der Bewegung, wenn die Leute auf die Straße gehen gegen Artikel 13? Was ist mit Fridays for Future? Erstmal, da stimme ich auch vielen Leuten zu, finde ich es toll, dass Leute auf die Straße gehen. So, das ist das, wo ich sage... Was zeigt das? Ja, das zeigt eigentlich, dass die Leute bereit sind, ein Risiko einzugehen. Und am Ende verstoße ich aktuell gegen Gesetze, weil ich muss ja eigentlich etwas machen. Und jetzt sage ich, das mache ich jetzt nicht mehr. Man stelle sich jetzt vor, keine Ahnung... Die Schulpflicht erfüllen, meinst du jetzt? Genau, also man verstößt gegen Gesetze. So, das heißt, da ist ja auch ein innerer Drang, etwas zu verändern. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist es wirklich ein Hype, wo ich einfach nur mit dabei sein will? Bin ich wirklich intrinsisch motiviert, etwas zu verändern? Denn dann sage ich mir, das ist ein erster Schritt, aber wie lange hält der jetzt und was passiert wirklich? Denn dann bin ich eher so, wenn es mir wirklich zum Beispiel um Klimawandel geht, um Energie der Zukunft, dann sage ich mir immer, alles klar, ich mache das, um auch aufmerksam zu machen, aber ich handle auch mehr, ich erstelle einen Podcast davon, ich unterrichte andere Menschen, ich erstelle YouTube-Tutorials. Ich mache einen kleinen Space auf, ich bin halt da wieder Entrepreneur, ich will halt mehr haben, als einfach nur, ich bin einmal auf die Straße gegangen oder gehe jetzt jeden Freitag auf die Straße und was passiert wirklich in der breiten Masse? Bin ich bei LinkedIn und schreibe Elon Musk an, weil ich mit ihm über Solar City, eine seiner Firma, sprechen will. Vielleicht kriege ich dort einen Pitch, komme zusammen, gründe selber ein Unternehmen, mache das aber in Deutschland auf. Weil wir brauchen aus diesem, es ist schon mal ein erster Schritt, dass man auf die Straße geht, aber der zweite ist jetzt, verpufft es irgendwann, läuft der Hase, hoppelt er dann doch weiter, wie er im Moment hoppelt, aus China und USA, oder bauen wir jetzt selber das nächste Tesla, das nächste Alibaba, das nächste Facebook, Amazon, Google, Apple, Baidu, Tencent, ich könnte sie alle nennen, die eben diese Daten sammeln. Oder machen wir aus so einer Bewegung jetzt etwas, dass wir auch aus Deutschland heraus
unsere Möglichkeiten nutzen und dann irgendwann sagen, okay, jetzt haben wir den nächsten, vielleicht animiere ich einen dazu, der nächste Elon Musk oder so. Und wenn es die Geschichte ist, über LinkedIn mit ihm vernetzt, selber ein Unternehmen gegründet und etwas aus solchen Bewegungen gemacht zu haben. Da sind wir beim Punkt, wer inspiriert dich eigentlich? Sowohl, mich würde interessieren, Mathematiker, YouTuber oder die Leute, die du gerade genannt hast. Genau, Mathematiker Keith Devlin, das Buch heißt Das Mathe-Gehen, empfehle ich jedem, ist Weltklasse. Keith Devlin ist einer, sollte auch jeder Mathematiklehrer, Coach, was auch immer gelesen haben. Ich bin großer Richard Feynman-Fan, die Feynman-Methode, er kommt ja erst aus der Physik, aber genialer Mensch. Das sind so Leute, die mich fasziniert haben in der Mathematik. Gilbert Strang, das ist der, der unheimlich viele Tutorials, Vorlesungen hat, muss man sich mal angeguckt haben. Gilbert Strang einfach eingeben, Wahnsinn. Und als Entrepreneur, man mag von Steve Jobs halten, was man will, er war einfach großartig in Dinge einführen, zum rechten Zeitpunkt, es Menschen einfacher zu machen, Technologie zu nutzen. Ich bin großer Elon Musk-Fan, ich habe da Parallelen in meiner Geschichte, leider nicht mit den Verkäufen von Firmen, von dem Volumen her, aber von der Risikobereitschaft, projiziert für mich auf die Bildung, dort Dinge zu testen, neu zusammenzuführen. Das sind eigentlich so die, wo ich sage, und ich finde Sal Khan gerade einen der einflussreichsten Bildungsmenschen, sehr federführend, auch in der Art, wie er an das Thema Bildung rangeht, was er macht mit seiner Karte. Ja, ne? Genau, wie er auch aufklärt, über wo wir in der Bildung herkommen, den würde ich schon gerne mal auf der Bühne treffen und mit ihm zusammen oben stehen. Der hat ja auch seine Plattform, wobei er die Daten da ja auch nutzt, um dann tatsächlich zu überlegen, was kann man sozusagen dem Lernenden sozusagen als nächstes geben, ja. Sodass dann sozusagen der sein individuelles Lernen dadurch bekommt und genau die Antworten erhält, die er benötigt, um den nächsten gedanklichen Schritt zu gehen, ne, um das Weitere zu erkennen, wo es dann Klick macht bei demjenigen. Das sind sozusagen die... Ja, auch die, würde ich sagen, Kompetenzen, die ja immer mehr auch die Absolventen von zum Beispiel Universitäten haben sollten, nämlich Datenauswertung, Datenverständnis, Data Science und auch, man muss ja nicht sozusagen nur Data Science studieren, sondern mehr so eine Art Zusatzqualifikation zu seinem eigentlichen Studiengang haben. Zum Beispiel, wenn ich Jura studiere, ne, und ich habe dann später im Beruf irgendwelche Systeme, die mir irgendwelche Vorschläge machen. Wie kann ich diese Vorschläge einschätzen auch? Ne? Ja. Das ist ja auch notwendig zu wissen, nach welchen Algorithmen sozusagen das jetzt diese Vorschläge erstellt werden. Dafür ist es ja notwendig, diese Kompetenzen zu erfahren. Ne? Was würdest du dir denn diesbezüglich von den Universitäten her wünschen? Oder hast du schon positive Beispiele irgendwie im Kopf dazu? Gerade nicht. Ich würde einfach sagen, man kann sich einfach nicht auf etwas, es gibt vielleicht wieder Pilotprojekte, aber auch hier muss jeder motiviert werden von mir, dir, wem auch immer, sich damit zu beschäftigen. Du kannst alles durchgehen. Biologen werden da, Chemiker, Physik, du kannst alles eigentlich durchgehen. Du brauchst ein Verständnis dafür, was da draußen passiert. Und es gibt nochmal die Möglichkeiten, jetzt heute Abend erstmal auf YouTube Data Science einzugeben, Hintergrunddaten. Du kannst dir für kleines Geld Kurse auf super Plattformen wie Udemy, Coursera, Udacity ist vielleicht schon noch einen Schritt weiter. Kannst du dir schießen? Was würde ich mir wünschen? Ein Masterprogramm, das ist flächendeckend eingeführt wird, dass es jeder machen muss, im Plan, auch von mir aus, bei den Credit Points, die du sammeln musst, dass auf jeden Fall diese Einheit mit dazugehört. Und wenn es nur ein kleiner Baustein ist, dass man schon mal darauf vorbereitet wird und nicht, dass mir wieder ein Chemiker schreibt, boah, ich muss eine Statistik-Klausur schreiben, Gott sei Dank, ich bin mit deinen Videos und sonst irgendwann Hilfe noch dadurch, sondern wirklich ein Verständnis dahinter, was ich dann irgendwann machen werde als Chemiker, als Psychologiestudenten. Ja, also auch da werden Daten hinterher vielleicht gesammelt werden, die ich nicht mehr handschriftlich auswerten muss, sondern wenn ich in Gesprächen immer noch bin, dass ich die permanent zur Verfügung habe, wie kann ich diese dann vielleicht auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nutzen, um mein Gespräch zu optimieren, was auch immer. Da kann man jetzt wieder, da wird man vielleicht schon philosophisch. Ist es denn dann wirklich notwendig oder sollen wir nicht doch einfach nur uns so treffen ohne Technologie?
um da wieder drauf zurückzukommen, jeder sollte sich frühzeitig einfach, wenn es nur nochmal auf YouTube ist, Data Science eingeben, damit beschäftigen. Fällt mir gerade auch eine Story ein. Gerald Hüther, ein toller Neurobiologe sozusagen, Neurowissenschaftler aus Göttingen, der sagt auch, okay, Thema Chemie. Heutzutage ist es anscheinend so, dass ein Chemiker, sei er noch ein Einserkandidat, nicht mehr sozusagen auf neuere Formeln und so weiter stoßen kann. Er braucht sozusagen tatsächlich ein Team, also mehrere Gehirne, um es mal so zu sagen. Er braucht ein Team, um dann sozusagen auf die nächsthöhere Ebene zu kommen, das heißt, durch die Decke zu denken. Ja, das ist anscheinend dieser Ceiling-Effekt, da stößt man alleine gegen, mit im Team kann man das aufbrechen. Das heißt also, Kollaboration ist ja das Stichwort. Ne? Dann wäre es für mich spannend, du hast mal berichtet bei einem Vortrag, Thema Recruiting, Thema, wie können sozusagen die Firmen heute die Bewerber aussuchen, oder wie hast du schon erlebt, positive oder andere Beispiele, wie sowas erfolgen kann? Da hast du ein Beispiel genannt, das Team selber sucht aus, mit wem sie arbeiten möchten. Das heißt, du kommst da rein, bist da vielleicht ein oder zwei Wochen dabei und das Team sagt dann, okay, jetzt können wir uns vorstellen, heuert den mal bitte weiter an. Was hast du da sozusagen noch so erlebt oder für Geschichten? Och, wieder selber. Ich brauchte für ein Projekt, brauchte ich Programmierer. Ich schreie einfach nach draußen, hey, ich brauche Programmierer. Der erste meldet sich, bringt einen anderen mit. Der andere kristallisiert sich als der raus, der es dann ist. Der andere ist auf einmal weg. Ich habe es wieder getestet. Ich habe andere mit im Boot gehabt, weil einer, der in meinem Fragenportal für den Content zuständig ist und für das Kuratieren, Nachschauen, was wird da erstmal beantwortet, musste mit den verschiedenen zusammenarbeiten. Also ich habe selber wieder erlebt und der Recruiting-Prozess fängt ja vorher an. Er fängt ja nicht, oder er geht ja da erst weiter, wenn du im Team arbeitest. Wenn man nur mal Recruiting-Startups angibt, es gibt wirklich sogar vermessenerweise die Möglichkeit, irgendwann sitzt hier einer und es wurde nie ein Gespräch geführt, es wurde aber auch nie mit dem Team abgesprochen, aber der arbeitet auf einmal hier. Das wird es auch geben, weil sein Xing, sein LinkedIn-Profil vielleicht gescreent worden ist, seine Vita vorher, was hat er schon gemacht? Er passt optimal jetzt in ein Projekt rein, wo mit Scrum dann entwickelt wird und was auch immer. Und dann ist er auf einmal da. Da können jetzt manche sagen, oh, das ist aber nicht toll, man hat ja vorher gar nicht gesprochen. Assessment Center, vielleicht werden die da zum Teil überflüssig. Ich denke selber über eine Recruiting-Möglichkeit bei mir nach, nämlich basierend auf, bei mir im Portal hilft ein Ingenieurstudent im achten Semester mit 98%iger Erfolgsquote anderen in Statistik. Dann weiß ich, der ist empathisch, der kann Mathe, sogar Statistik, hilft anderen. Wow, den könnte ich gebrauchen bei mir im Team für Data Analyze, whatever. So, das heißt, auch dort ein komplett eigenständiges Thema, völlig neue Prozesse. Wie lange wird einer da sein? Wie wird das Team aussehen? Gibt es einen Kern? Auch da gibt es nicht mehr die eine Möglichkeit, sondern wo startet der Recruiting-Prozess? Wie biete ich mich auch als Firma an? Wie kommuniziere ich überhaupt, dass ich... Wie komme ich zu meiner Zielgruppe auch als Firma? Absolut. Habe ich selber als Firma einen Podcast? Habe ich einen YouTube-Channel? Habe ich ein LinkedIn-Profil? Biete ich die Möglichkeiten, sich einfach mal, keine Ahnung, sage ich einfach mal, hey, wer da draußen Bock hat, kommt mal einfach eine Woche als Praktikum hier. Ich habe hier eine Einheit unten, wir haben einen eigenen Space und keine Ahnung. Dann kommt einer rein und macht einfach mal. Völlig neu gedacht. Habe ich auch erlebt, Hackathons zum Beispiel initiieren. Ne? 2 Tage lang kommen die jungen Leute zusammen, hacken zusammen, was immer das auch heißen mag. Das bedeutet dann auch sowas, was du beschrieben hast, ein Pitch über sein eigenes Projekt, was man sich ausgedacht hat, sozusagen darbieten, dann darüber dann Freiwillige einsammeln, die Bock haben, in das Team zu kommen, die Idee umzusetzen, dann Getränke zu haben, Freiraum zu haben, absolut, um dem nachzugeben und am Ende dann sozusagen, ne, das ist den Prototypen, zu demonstrieren und zu sehen, okay, gibt es da vielleicht irgendwelche Business Cases, die man woanders einsetzen kann, ne? Mit Design Thinking, was du alles auch genannt hast. Sehr cool. Du hast tatsächlich auch ein Engagement, was du dem du unter anderem neben ganz vielen folgst, nämlich tatsächlich das Stichwort finanzielle Bildung. Da gibt es auch ein Video von dir, wo du einfach hier in Remscheid gezeigt hast, wie du kooperierst mit der Stadtsparkasse. Warum ist dir das zum Beispiel wichtig? A, aus Rückfragen.
weil viele gesagt haben, wir wissen nicht so recht, was ist das, ganz banale Sachen wie Break-Even-Point oder Zinseszinseffekt, was ist, wenn ich Geld anlege, und dort einfach mal mit Know-how erstmal rangehen und dann aber auch in die Zukunft blicken. Wo geht die Zukunft überhaupt hin von Finanzen? Wo kommt das überhaupt alles her? Was ist überhaupt Kreditwesen? Fintech ist ein Riesenthema gerade. Was tut sich da in der Landschaft? Wie sicher bin ich überhaupt, wenn es um das Thema Geld immer noch geht? Man kann jetzt über Blockchain als Technologie sprechen und die Cryptocurrencies unten drunter. Wann kommt irgendwas rein? Noch haben wir irgendwo ein Konto, ob Firmenkonto oder privat? Wie sicher ist es bei der und der Bank? Wo geht Banking überhaupt hin? Apple Pay, setzt man das ein? Wo nutzt man was? Für mich ein Riesenthema, wo ich immer sage, wo ich nicht grundfundamental von mir selber das Know-how habe, suche ich lieber nach Möglichkeiten zu kooperieren und dann eher zu gucken, wie bilde ich fort und wie gehe ich dann gemeinsam in die Zukunft. Und da es hier auch meine Heimatstadt ist und wir zusammen auch noch ein Projekt Richtung Start-up-Förderung angegangen sind, um wirklich Fähigkeiten zu vermitteln, ist das eine tolle Symbiose. Und da habe ich mir gesagt, als Remscheider Kind, hier in meiner Heimatstadt geboren, aufgewachsen, immer wieder hier gegründet, komme immer wieder hier zurück, auch family-mäßig. Da bin ich mit dabei. Ich denke auch, dass der Punkt finanzielle Bildung nicht umsonst auch, finde ich jedenfalls, sehr häufig in den Medien genannt wird, dass genau das in den Schulen nicht so stark vorkommt, wie es vorkommen sollte eigentlich. Thema Mietvertrag, Thema ganz banale Versicherung. Genau. Dann ist tatsächlich auch noch für mich interessant, was sind denn so deine persönlichen Ziele oder auch deine geschäftlichen Ziele, die du dir ja sozusagen so vorgenommen hast für die Zukunft? Also geschäftlich, manche sagen, das ist halt ein Problem. Ich bin einfach, ich mache, worauf ich Lust habe. Das ist nicht immer gut gegangen, weil ich da sehr risikobereit bin, weil ich suche eigentlich, so im, wenn man mal ganz, ganz weit nach vorne schaut, ich suche einfach nach der Möglichkeit, die neue Art von Bildung in die breite Masse zu bringen, und das in der Kombination aus Online und Offline. Und das ist so, ich sag mal, wenn ich eine Vision geben würde, sowas wie WeWork, jetzt die WeCompany, die in 250 Städten weltweit ist, die ein unglaubliches System von Coworking zusammen geschaffen hat. Und da sind nicht nur einzelne Menschen, die da haben, sondern wirklich Unternehmen, die in einer tollen Umgebung zusammenkommen. Da sind Sachen draus entstanden, wie Meetups, gegenseitig voneinander profitieren. Da sind Startups, da sind Corporates, da sind Einzel, da sind so Freelancer, hieß es dann früher, jetzt wahrscheinlich immer noch die dort sich treffen. Und das wäre für mich eigentlich sowas, das war immer ein Ziel, das hatte ich hiermit eigentlich auch vor, dass man, keine Ahnung, da hat man in ganz verschiedenen Städten die Möglichkeit, permanent auf Menschen zu treffen und miteinander zu lernen, voneinander zu lernen, andere auch zu lehren in anderen Geschichten. Und das ist eigentlich so, keine Ahnung, das ist so mein Antrieb eigentlich, da so ein vielleicht ein System zu haben, was vielleicht einmal aus Deutschland raus entwickelt. Man möge sich vorstellen, WeWork, diese Company, die ist jetzt, ich glaube, mit 40 Milliarden bewertet. Ich frage mich immer, warum bauen wir das aus Deutschland nicht heraus? Das ist vielleicht immer ein bisschen vermessen, aber so bin ich einfach. Das ist der Entrepreneur-Hintergrund. Ich will Sachen bauen, online wie offline. Ich würde sie gerne an so viele wie möglich weitergeben. Und Thema Geschäftsmodelle, meines Erachtens folgen Geschäftsmodelle immer guten Ideen, und ich würde mir vielleicht noch wünschen in Deutschland, dass dort mehr Unterstützung kommt. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich einen Teil in einen Fonds packen und die neuen Visionäre da draußen suchen und fördern. Du hast angesprochen, Deutschland, sozusagen, dass du hier mit dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dass du da so eine Community hast. Wirst du denn auch international registriert? Also, hast du auch internationale Besucher? Also dadurch, dass auch YouTube ja so ist, dass es ja auch sozusagen übersetzt werden kann, ne, was man auf Deutsch redet. Also erstmal schwierig ist es, mit Untertiteln zu lernen, weil dafür bräuchte man die Tonspur. Wenn ich wahrscheinlich auf Englisch oder Spanisch, ne, noch die Tonspur hätte, dann wäre ich wahrscheinlich, dann wäre ich ganz viele Abonnenten. Aber gestern auf der Hannover Messe, da habe ich gesprochen, da war ein Student aus der RWTH Aachen. Der hat sich nochmal bedankt, der kommt aus Mexiko. Der hat in Mexiko seinen
Ich weiß nicht, ob es da auch Abitur heißt, aber da hat er seinen ersten Abschluss gemacht. Er sagte, dort hat man haben ja auch mit meinen Videos gelernt und mit den Videos nicht nur Mathe, sondern auch Deutsch gelernt. So, das fand ich einen sehr coolen Nebeneffekt, dass man das wirklich so genutzt hat. Und es ist aber eher so, dass man dann, keine Ahnung, auf keine deutschsprachige Schulen im Ausland drauf zurückgreift. Also es ist jetzt eher weniger, es schreiben mal ab und zu auch Leute aus dem Raum USA, also aus dem englischsprachigen Raum, hey, thank you very much, aber das ist dann doch schwierig. Ich habe zwar ein paar Videos auf Englisch auch, aber da habe ich schon gemerkt, dass ich auch, es ist auch, also wenn du etwas richtig gut kannst in deiner Muttersprache, das nochmal in einer anderen Sprache, wenn die nicht native ist, rüberzubringen, ist schwierig. Und da sage ich mir lieber, es gibt auch tolle Creator in Amerika, in UK, in Spanien, lieber jeder für sich in seiner native Muttersprache und dann alle irgendwie vernetzen. Also deshalb, da habe ich jetzt keinen Antrieb zu sagen, okay, jetzt fange ich auch noch an, Englisch und Spanisch zu sprechen und die aufzunehmen. Hätte ich aber machen sollen. Das wird bald vielleicht auch automatisiert. Vielleicht, ich warte auch ein Startup. Ja, hast du sonst noch etwas, was du mitgeben möchtest bei dem Podcast? Irgendwas vielleicht immer aus der Blickrichtung Student, Lehrer, Professor? Ja. Geht bitte ganz banalerweise auf YouTube, gebt ein New Work, New Learning, gebt ein Künstliche Intelligenz, beschäftigt euch ein bisschen, was da gerade passiert, einfach um motiviert zu sein, um selber mal neue Dinge auszuprobieren. Der Lehrer, der auf einmal einen Blog startet, als Videoblog, als Podcast, was auch immer, um anderen etwas mitzugeben, noch mehr die neue Projekte starten, eigenmotiviert, die Technologie ist da, es kostet nichts mehr, also es kostet ein bisschen vielleicht, wenn man sagt, okay, ich muss mir jetzt eine Kamera kaufen oder sowas, aber es ist alles möglich, also mehr in den Do-Modus kommen, also in den Umsetzungsmodus und die neuen Sachen annehmen, nutzen, in Richtung individuelles Lernen wird jedem geholfen sein. Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ich danke dir, war super. Echt cool. Echt Spaß gemacht. Dankeschön.